Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Foodtest hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute die letzten Cookies an. Wir haben uns die letzten Tage schon vom Biscotto, von der, ich weiß nicht ob Aldi Eigenmarke, aber von der Aldi Marke, also von Aldi habe ich sie zumindest angeschaut. Und heute schauen wir uns die Biscotto Premium Cookies, Soft Baked Cookies, White Chocolate and Lemon an. Oh, klingen auch sehr lecker, auch mit dem Lemon, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich meine Lemon Cookies überhaupt gegessen habe. Wir haben ein weiches Gebäck mit weißer Schokolade und Zitronenöl. Geil, also wenn es nicht zu stark erhitzt wurde, sehr geil. Soft Cookies mit 29% weißer Schokolade. Und Fairtrade, also der Kakao ist Fairtrade, auch schon mal sehr wichtig. Und halt Soft Bake. Wir wissen, die Triple Chocolate vorgestern, die waren sehr lecker. Und ja, 210 Gramm haben wir drin. Also wieder ganz schön was. Hergestellt natürlich wieder von der Banquet Bakery Merba BV in 402 VR Osterhout. In den Niederlanden. Schöne Grüße an alle aus Osterhout in den Niederlanden natürlich. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, ob das eine Eigenmarke ist oder nicht. Und ja, ob die Firma auch für andere Marken Cookies herstellt, aber ich kann es mir fast vorstellen. So, Leute, dann kommen wir schon zu den Nährwertangaben. Hier 100 Gramm Packung, so gelb gehalten, passend zur weißen Schokolade und dem Zitronenöl. Finde ich eigentlich ganz gut. Oder so orange-gelb. Ja, schauen wir mal. Wir haben einen Energiewert von 1973 Kilojoule bzw. 471 Kilokalorien. Ja, ist schon gut was, aber sind halt auch Cookies, ne? Also was erwarten wir? Fett 23 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 11 Gramm, passt. Kohlenhydrate 61 Gramm und hier wieder davon ca. 33 Gramm. Ist natürlich viel, aber besser noch als die Nougatellis zum Beispiel gestern, die fast 10 Gramm nochmal mehr hatten. Eiweiß 5,6 Gramm und Salz 0,50 Gramm. Auch relativ viel Salz, aber auch für Cookies mehr oder weniger im Rahmen. Ja, herausstechen tut der Zucker und der Salz bisschen, sonst passt soweit für Cookies. So, kommen wir jetzt zu den Zutaten, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben ein weiches Gebäck mit 29% weißer Schokolade und 0,3% Zitronenöl. Alter, nicht schlecht. Zutaten, Hauptzutat hier, statt wieder Zucker wie bei den Nougatellis, haben wir Weizenmehl. Finde ich sehr gut. Danach aber direkt der Zucker natürlich. Pflanzliche Öle haben wir Palm- und Sonnenblumenöl. Und dann haben wir Glucose-Fructose-Sirup. Schade, Vollmilchpulver, schade, Kakaobutter, sehr gut, Stabilisator, Glycerin, mehr oder weniger okay und Sorbit, naja, dann Hafermehl, finde ich cool, Rosinen, auch bei dem Triple Chocolate habe ich keine Rosinen rausgeschmeckt, aber sind drin, Magermilchpulver, hier Zitronenöl, würde mich interessieren, wie sehr erhitzt oder ob das so nachträglich drauf oder mit so gut erhitzt wurde, dann wäre es nicht so gut. Aber ansonsten cool, Backtriebmittel, Natriumcarbonate und Diphosphate. Hier sind mehr Natriumcarbonate als Diphosphate drin. Emulgator, Sojalecithin, Speisesalz, ein natürliches Aroma, steht zwar nicht da woher, aber wenigstens natürlich. Und als Farbstoff haben wir noch Carotin. Okay, ja, Gesundheitsnote gebe ich hier jetzt eine 4-, ein bisschen besser als die Nougatellis, ein bisschen minimal schlechter als die Triple Chocolate. Aber ich bin sehr auf den Geschmack gespannt, Leute, und deshalb machen wir das Ganze mal auf. Oh. Und ziehen mal hier die Packung raus. So. So schauen die. Boah, kommt da ein Zitronengeruch hoch. Wow. Wie wenn man im Café sich so kleine Zitronellis oder Limoncellis oder wie die heißen bestellt. Aber genau so riechen die. Also riecht schon mal sehr angenehm und relativ natürlich. Klebt natürlich wieder alles total fest, aber es geht. Oh, Leute. Oh, schau dich das an. Oh, ich liebe Softbake Cookies, wirklich. Und ich dachte, die sind viel ungesünder als normale Cookies, aber insgesamt würde ich sogar behaupten, die sind ein bisschen gesünder. Also gar nicht so schlecht. Leute, aus wohl. Mm. Oh. Das passt halt einfach wieder so. Mm. Die weiße Schokoladenstücke, auch dieses Zitronengeschmack. Es passt wirklich gut. Und dazu diese weichen Cookies. Mann. Also Biscotto, wenn ihr echt auf Cookies steht, die machen geile Cookies. Muss man wirklich, wirklich lassen. Mmh. Ja. Also ich persönlich für mich fand die Triple Chocolate noch ein bisschen besser, weil ihr halt durch diese Schokoladenvielfalt ein bisschen cookiger, ihr wisst schon, ich meine, gewirkt haben, aber die sind trotzdem auch sehr, sehr lecker, also nicht zu unterschätzen und kriegen von mir deshalb als Geschmacksnote eine 1-, ungefähr wie die Nougatellis, nur halt auf eine ganz andere Art, aber wer auf Zitrone steht, wer auf weiße Schokolade steht und auf Softbake Cookies,
absolutes Must-Have. Wer auf gesunde Ernährung geht, steht auf jeden Fall nicht zu greifen. Leute, das war's mit den Softbake Cookies, White Chocolate and Lemon. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Test. Das war's erstmal mit Cookies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet, wenn ihr die kennt. Und ansonsten, ne? Bleibt immer schön gesund. Ich bringe jeden Tag zur Zeit erstmal wieder ein Video. Ich habe eine Zeit lang immer Food Test 2 gemacht, weil es halt so viele Food Sachen gibt. Und andere Test 1, aber ja, wegen meiner Gesundheit, wegen meiner chronischen EBV-Infektion, wen es genau interessiert und noch eine spezielle Art davon. Ja, ein bisschen schade, aber es ist halt nun mal so. Bleibt immer schön happy, gebt niemals auf und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.